Hi, ich bin Christian Masters. Ich bin ein Schreiber und habe mich dazu entschieden, mich YouTubes AuthorTube anzuschließen. Das hier ist mein Vlog. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich es endlich mal wieder geschafft, mich an die Tastatur zu setzen und zu schreiben zu beginnen. Ich habe eine Buchidee und einer meiner Lebensträume ist es, ein Buch zu schreiben, einen Roman und diesen zu veröffentlichen. Aber wie das so oft ist mit den Ambitionen als typischer Prokrastinator, es scheiterte schon immer an der Umsetzung. Und dennoch, dieses Mal habe ich mir eine Datei angelegt, die ich tägliche Schreibübungen genannt habe. Wenn ich schon nicht an meinem Buch arbeite, dann möchte ich wenigstens täglich oder fast täglich irgendetwas zu Papier bringen. Und um an meinem Schreibstil zu feilen, bietet es sich an, einfache tägliche Situationen zu beschreiben. Das dachte ich mir zumindest. Ich habe zu diesem Zeitpunkt gerade eine Masterclass mit Dan Brown fertig gehabt. Darin habe ich das erste Mal vom sogenannten Outlining gehört, was ich sogleich umsetzen wollte. Eine Zusammenfassung der Geschichte schreiben und anhand dieser dann die Geschichte selbst. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Outlining hat ganz eigene Züge angenommen, denn anstatt einen typischen Einkaufstag zu beschreiben, hat die Geschichte sich mehr und mehr zu einer Horrorgeschichte entwickelt. Ohne hier nun zu viel preisgeben zu wollen zu diesem Zeitpunkt. Am Ende hatte nur das Outlining ca. 6500 Wörter. Und eine Idee begann sich zu formen. Diese Geschichte, wenn alleine die Zusammenfassung schon so ausführlich wurde, so ist klar ersichtlich, dass das Limit noch lange nicht erreicht ist. Und ich vielleicht 30.000, 35.000 oder vielleicht sogar 50.000 Worte zu Papier bringen könnte. Das ist zwar noch lange kein richtiger Roman, aber wäre doch das längste, was ich je geschrieben habe. Und mit den heutigen Möglichkeiten, sich selbst zu verlegen und zu veröffentlichen, genauso wie im Musikbereich über Spotify zum Beispiel, dachte ich mir, dass ich diese Geschichte nach ihrer Fertigstellung, wenn sie den allen Kriterien entspricht, einfach selbst hochladen kann. Dass sich das Ganze jetzt auch mit YouTube verbindet, ist eher ein glücklicher Zufall. Als ich zu recherchieren begann, welche Möglichkeiten man als Indie-Autor hat, stolperte ich über AuthorTube. Und während ich in dieses Rabbit Hole tiefer und tiefer eindrang und eh schon immer eine Tendenz zu Social Media hatte, kam ich zu dem Entschluss, dass ich das eine mit dem anderen verbinden werde, nicht zuletzt in der Hoffnung, mich selbst mehr zur Verantwortung ziehen zu müssen. Ungeachtet dessen, ob sich das hier tatsächlich jemand ansieht. Und hier sind wir nun. Hallo Welt, sprichwörtlich. Hallo liebe Autoren, liebe Lesebegeisterten und jeder andere, der zufällig über dieses Video gestolpert ist und es sich soweit angesehen hat. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Mit besten Grüßen, Christian Masters.